Ed Sheeran hat kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums Subtract über schwere Zeiten in seinem Leben berichtet. Innerhalb eines Monats gab es Anfang 2022 zahlreiche Schicksalsschläge im Leben des Stars. Bei seiner schwangeren Frau wurde ein Tumor diagnostiziert, den man erst nach der Geburt des Kindes behandeln konnte. Dann starb der beste Freund des Musikers. Außerdem hatte Sheeran einen Urheberrechtsstreit vor Gericht auszufechten. Ich befand mich in einer Spirale aus Angst, Depression und Angst, erklärt er. Seine Musik half ihm jedoch bei der Verarbeitung. Die Arbeit an den neuen Songs haben demnach eine Art Falltür in seine Seele geöffnet. Zum ersten Mal versuchte er nicht, ein Album zu machen, das den Leuten gefallen wird. Ich veröffentliche etwas, das ehrlich und das wiedergibt, wo ich mich in meinem Erwachsenenleben fühle. Subtract soll am 5. Mai erscheinen und markiert zugleich den Abschluss der Mathematical-Ära. Diese hatte 2011 einen Anfang genommen. Sheeran kehrt auf dem Album seinen bisher persönlichsten zu seinen Singer-Songwriter-Wurzeln zurück, berichtet seine Plattenfirma.